Frust, prüfe dein Wissen. Gibt es 9 offizielle Pokémon? Nein. Es sind 8. Und trotzdem werde ich gegen dich kämpfen. Du hast keine Chance, ich bin Pokémon-Profi. Ich hätte eher auf Ast-Trainer getippt. Ich weiß gar nicht, ob es in die Edition schon gibt. Anstelle auf Streber. Und down. Auch ein Glumander. Wer möchte denn? Ey, genau, Relaxo mit Metronom mal. Ist ja nur ein Glumander. Ach toll, Rutenschlag. Ah ne, Staccat. Kenne ich gar nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es von Uwei oder Kokowai oder so kommt. Würde ich jetzt tippen. Kann mir ja jemand in den Comments schreiben, weil die Attacke hat mir gar nichts gesagt. Ist trotzdem weg. Ja, kann das Relax auch noch mal eben schnell machen. So, ist auch weg. Tja. Oh, zieh doch nicht so eine Fresse. Mein Mann, du kannst meine Arbeitsweise nicht verstehen. Nee, ich auch nicht. Pokémon Quiz, prüfe dein Wissen. Entwickelt sich Quapsel 3-mal? Nein, 2-mal. Einmal Quapuzzi und einmal Quappo. Später kann Quapuzzi sich wenn eventuell nach Quaxo entwickeln, aber vorher. Wenn er dann trotzdem noch 2-mal. Es sind zwar 3 Pokémon-Arten, aber egal. Ja. Und noch so ein Dieb. Oh, Punita. Wow, Level 41. Und weg. Du bist brandgefährlich. Eieiei. Oh, hallo. Voll am Längen. Sind Donnerattacken gegen Bodenattacken sehr effektiv? Nein. Ich weiß, ob Pyro ein Trainer geworden ist. Ah ja, weil er sich als Kind in einem Wald verlaufen hat oder in einem Gebirge. Und ihn ein Lavados den Rückweg gezeigt hat. Genau, deswegen ist er Trainer geworden. Und deswegen wahrscheinlich auch Feuer-Pokémon. Ouch, ja, ouch. Pyro hatte sich als Kind in den Bergen verlaufen und als über ihm ein Feuer-Pokémon erschien. Das scheint dieses Pokémon wie es in Pyro den Rückweg. Genau. Warum erzähle ich es denn überhaupt, wenn du es auch weißt, Klugscheißer? Unterscheiden sich 2 gleiche Pokémon mit gleichem Level? Ja. Mhm. Ich war in vielen Pokémon-Arenen, doch diese mag ich am liebsten. Jo, ich glaube, es wäre auch einer meiner Lieblingsarenen. Etwa Feuer. Ja, Feuer. Und er ist halt der Feuer-Pokémon-Fan, so. Ein Drache natürlich. Drache ist auch noch cool. Meine Drachenarena gibt's ja nicht. Gibt's ja erst ab Johto, glaube ich, gibt's eine. Und später weiß ich gar nicht. Weiß und Schwarz auch nochmal. War davor kein Plan. Mhm, schon wieder ein Vulkanu. Okay, ich dachte jetzt.
Naja, wie gesagt, kann tauschen. Lapras ist zwar Level 15, wenn es den erwischen würde, aber kann hoffentlich Wasserattacken. Ginge das vielleicht sogar? Cool. Di. Autsch, du bist zu stark. Ponita und Voluna sind die Lieblings-Pokémon aller Pyro... Warte. Pyromanen, ja. Aber als Pyromanen sind das nicht... Prüfe dein Wissen, ist Themen... Was? Nein? Keine Ahnung. Pyromanen sind doch eigentlich hier diese Feuerwerks... Menschen. Pyrotechniker? Die Feuer machen. Feuerwerk machen. Klar, die dann auch Feuer machen können. Das erklärt, warum halt das Labor daneben an abgefackelt ist. Würde einiges erklären. Genau. Nein, wir wollen nicht wechseln. Wir wollen hier endlich mal fertig werden. Bin auch schon wieder so lange am Aufnehmen. Muss ja morgen früh wieder aufstehen. Aber morgen erst um 8:30. Entschuldigung. Das geht dann irgendwie noch. Also erst um 8:30 da sein. Oh, ich habe verloren. Wasser löscht Feuer, doch Feuer schmilzt Eis. Nein, echt? So. Sind wir Supertrank. Machen wir nochmal Supertrank, ist ja egal. Haben wir genug Kohle. Kann man hier auch ein Quiz lösen? Schade. Naja. Juhu, ich bin Pyro, der Arenaleiter der Zinnoberinsel. Meine Feuer-Pokémon lassen die Sieger. Siegesträume meiner Gegner in Flammen aufgehen. Du solltest schon mal Feuerheiler parat halten. Voll, weiß ich nicht, sieht der aus. So wie so ein Alien, so, weiß ich nicht, eine Mischung. Der mit Mewtwo-Ähnlichkeit. Finde ich. Oder so Freezer oder so. So, aber eigentlich. Dürfte das für Turtok jetzt alles kein Problem sein? Ich glaube, der hat einen Vulnona, Galoppa und. Ein Akani. Wenn ich mich nicht irre. Oh, Galoppa. Ich finde die cool. Die sieht auch eher aus wie ein Pferd. Einhorn, irgendwas, Mix. So eine Geschwindigkeit. Da. Und Nakani. Akani ist auch cool. Ist auch gar nicht so schlecht. Ich glaube, ich nehme Glurak mit einer der besten Feuer-Pokémon, wenn ich mich nicht irre. Also wer die blaue Edition hatte, war schon im Nachteil, weil man da Fukano nicht fangen konnte. Man konnte zwar Vulpix fangen, aber das ist von den Stats her, glaube ich, schwächer. Als, Fukano und Akani und so. Und weg. Mein Feuer ist erloschen. Du hast dir den Fukano redlich verdient. Der Vulkanorden steigert die spezielle Fähigkeiten deiner Pokémon. Nimm zusätzlich dieses Geschenk. Ist das irgendwas Nützliches so für Fukano? Fukano. Glutexo. Glurak. Irgendwie so. Egal. Boah, dann haben wir das auch hinter uns. Ich dachte, man müsste hier nochmal gegen seinen Rivalen kämpfen. Ich hatte das so in Erinnerung, aber. Gut, dann nicht. Also nicht jetzt hier, sondern irgendwie auf der Insel oder so, bevor man die Arena oder so betritt, aber war dem wohl nicht so. Okay. Heilen. Dann haben wir jetzt alle Orden. Nein, noch nicht. Metania City fehlt noch. Hm.
komme jederzeit wieder vorbei. Jojo. Ah ja, können wir gucken, ob Ammonitas jetzt fertig ist. Und dann kann man noch aus der Marmoria City, glaube ich, aus dem Museum war das, Bernstein oder so holen. Das ist dann Aurodactyl. Wo warst du? Wir haben dein Fossil wiederbelebt. Ein Ammonitas, ganz wie ich es vermutet habe. So, möchtest du Ammonitas? Nein, danke. Es ist nicht genug Platz für deinen Pokémon. Ammonitas wurde mit... Ammonitas ist, glaube ich, auch nicht so schlecht. Naja, wer es braucht, also... Ich finde Aurodactyl irgendwie cooler. So, dann hätten wir das auch. Dann könnte man eigentlich... Habitak auch wieder zurück. Aber ich werde jetzt erstmal eine Aufnahmepause machen. Ich habe schon Halsschmerzen. Und muss ja, wie gesagt, auch morgen wieder früh raus. Deswegen beende ich das jetzt mal hier. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Fun. Und man sieht sich. Bis denne.